Ja, willkommen zurück im nächsten Part von Evoland. Wir spielen den namenlosen Held namens, keine Ahnung wie der heißt. Und sind gerade in Papunica, das kleine Dörfchen in der Nähe von Monsterplagen und so weiter. Und ich erkunde mal erstmal das Dorf. So, was haben wir denn hier? Oh, da ist ein Schlüssel. Wie man einen Emok zubereitet von Wewald Lecker. Alle eure Truhen sind gehörig von uns. Alle eure Truhen gehört zu uns. Da gab es wohl ein kleines Übersetzungsproblem. Okay. Ein kleines Übersetzungsproblem, meine ich. So kann ich hier, kann ich nicht interagieren. Hier auch nicht. Aber hier ist eine Truhe. Ladeninhaber ist freischaltet mit diesem Kerl. Bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Geld ausgeben. Tut mir leid. Der nationale Schwertverband verbietet uns, Waffen an Kinder zu verkaufen. Ich bin kein Kind. Bin auch kein Kind. Na gut, gehe ich weiter. So. Was haben wir denn noch im Dorf? Bling! NPCs. Endlich jemand zu reden. Oder auch nicht. Hallo. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Okay. Na gut, gehe ich erstmal ins Haus rein. Mal erkunden. Oh, wir haben hier eine nächste Truhe. Und eine Karte. Respekt. Gehen wir trotzdem mal weiter erkunden. Boah. So, einmal hier raus. Gehen wir erstmal hier hin. Lass mich in Ruhe und spiel mit den anderen Kindern. Blöder Sack. Na gut. Die wollen nicht mit mir reden, dann gehe ich mal gucken. Vielleicht möchte jemand mit mir reden. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Nein. Wenn ihr nicht lieb seid, dann... seid, kommt der böse Kefka-Geist und frisst euch alle auf. Das will uns auffressen. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Okay. Oh, ein anderes Kind. Hallo, Freund. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachsensamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Ah, okay. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Tja, dann hole ich ihn mir, mein kleiner Freund. So. Da ist der Brunnen. Die dämliche Frau steht im Weg, aber egal. So, einmal rein mit mir. Den Brunnen betreten. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Okay. Geheimer Ort. Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Oi, lecker. Was bist du denn? Bist du der Samen? Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Na gut. Oi. Größer werden. Was haben all diese Kinder im Videospielen zu tun? Zu suchen. Kein Plan. Oh, da hinten ist es. Da hinten geht's ja noch weiter. Warte mal. Naja, hat sieht nicht verändert aus. Und. Plup. Eine Karte. Wo? Wieder eine Karte, um Doppelzwinging zu spielen. Was hier Doppelzwilling überhaupt darstellen soll als Spiel, weiß ich leider auch nicht. Aber das werden wir bestimmt irgendwann auch nochmal mitbekommen im Spiel. So. Erstmal geht's hoch. Redest du jetzt mit mir? Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Okay. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist es eure Freundin? Mädchen?
Okay. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lief Kefka Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Tja, dann komme ich vielleicht zurück. So, ich will raus. In den Höhlen davon gibt es ziemlich viele starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Du redest von dir in der Merkzahl. Okay. Das heißt, ich muss jetzt mir also eine neue Rüstung kaufen. Mal erstmal mit dir nochmal quatschen. Willkommen in Papunica. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Danke, sehr freundlich. Geh ich mal rein, guck ich mal, was wir alles kaufen können. Willkommen im Abenteurerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Okay, was kann ich mir kaufen? Tränke. Langschwert, Kupferrüstung, Phönixdaune und seltene Karte. Ich kaufe jetzt mein Langschwert. Ihr habt den Gegenstand Langschwert gekauft. Euer Angriff ist erhöht. Gut, ich glaube, ich kann immer noch nicht raus, weshalb ich jetzt irgendwie mal Geld holen muss. Na gut. Das heißt dann wieder Zufallskämpfe, meine Freunde. Und es dauert jetzt einen Moment. Währenddessen kann ich euch ja mal verschiedenes fragen. Und zwar, wie findet ihr bis jetzt dieses Projekt, also von Evolent? Das sind ja jetzt gerade, nach meiner Meinung, zwei Folgen. Hey, Emuk. Zwei Folgen erschienen. Und ich möchte einfach mal auch allgemein wissen, wie ihr bis jetzt das Spiel findet und ob ich irgendwie auch noch andere so Retro-Spiele oder Evolutionsspiele oder Indie-Spiele, wie die offiziell auch heißen, spielen soll. Schreibt das einfach mal in den Kommentaren, wenn das Spiel rauskommt hier, was ich euch dann einfach mal zeige. Schreibt das in die Kommentare und ja, gebt ein Feedback ab, ob es euch gefällt, was ich noch besser machen könnte, Tipps, eventuell auch noch mal ein paar Figurenbeschreibungen, zum Beispiel hier, warte, das kann ich bei der nächsten Teil zeigen. Maus ist jetzt gerade ein bisschen weg. Also Slime kenne ich ja generell. Das sind so Standard-Gegner-Einheiten. So, wie viel Geld habe ich? Also Standard-Gegner-Einheiten. Aber es gibt dann hier zum Beispiel dieses Emo-Teil. Sollen das Kokoros darstellen oder was von Final Fantasy? Ja, wer ein bisschen Ahnung hat und ungefähr auch wirklich weiß, was das für Viecher sind. Schreibt das mir mal in den Kommentaren, dann freue ich mich auch mal, denn dann kann ich dir auch mit richtigen Namen ansprechen. So, noch ein bisschen Geld sammeln. Ich kann das ja immer gebrauchen. Ja, hier zum Beispiel das. Der Emuk. Was soll denn das überhaupt darstellen? Das sieht aus wie ein überdimensionales Hühnchen. So. Wieder so überdimensional. Packt es mich anzugreifen. Dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. So, ich glaube, jetzt habe ich auch genügend Geld zusammen. 700, ja, das müsste jetzt mal reichen für alle neuen Rüstungsteile. Oh, Papunica. Ich hab Dos auf Punica, in Papunica. Sorry, Leute. So, und einmal anfangen. Hallo, mein Freund. Hallo, willkommen im Abenteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Bitte, so, was nehme ich denn? Die Kupferrüstung. Oh, Frechheit hat ausgerüstet. Jetzt seid ihr zum Kampf gegen stärkere Monster bereit. Und dann nehme ich noch das hier. Ah, die Karte Emuk. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Und noch ein Trank. Naja. Ich kann es ja alles gebrauchen.
So, darf ich jetzt rausgehen? Was hast du mir zu sagen, Alter? Nehmt euch auf den Weg zu den Höhlen von Monstern in Acht. Ja, mache ich gerne für euch. Oder für dich. Oh, und da, eines, was ist das, eine Truhe und erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Scraven, Scraven, Scraven. Was sind das für Tiere? Na gut. Wenn ihr eine hübsche meint, attackiert, werdet ihr mit meinem Schwert der Gerechtigkeit besiegt. Gott, das hat sich so schnitzig angehört. Egal. Ja. In alter Final Fantasy-Manier hauen wir die Monster zu Matsch. Ihr habt 180 Gil-Eklis gewonnen. Danke, dass ihr mich von den Monstern gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Dorf zu retten. Helft ihr mir? Ich will nicht. Na gut, wir sind ein Drachenritter oder was wir auch sind. Wir müssen helfen. Zack. Übrigens, ich heiße Freigeschaltet. Ganz wunderbar. Hier scheint den Szenario die richtige Abzweigung zu führen. Ja, glaube ich auch. Karies. Na gut, ich sag mal, ich nenne dich Tina. Tiff. So, warte mal. Tiffna. Tiffna hat sich dem Team angeschlossen. Tiffna, okay. Was kannst du machen? Kann ich irgendwas... Scheiße, ich brauche gleich unbedingt neues Leben. Sonst kippt hier der Held aus den Latschen. So, was können wir denn jetzt hier noch finden? Nix. Schade. Oh. 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 Slimes? Batsch. Weg damit. Okay, und sie kann Magie verwenden. Heilung. Klingt gut. Dann ab mit mir nach oben. Ich glaube, ich muss in die Höhle. Gehe ich erstmal in die Kristallhöhlen. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann unsere Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr... Wieso ich? Das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens... Fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie er heißt. Klink. Nee. Ich nenne mich. Oder ihn. Oh. Der Held. Freischaltet ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Wir sind ein echtes menschliches Wesen. Okay. Bumm. Höhlenmonster. Hoppla. Die Höhle scheint bewohnt zu sein. Und da fängt es auch direkt an. Nein, 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 nein. Zack. BTF. Warum treffe ich nicht? Geht doch. Ihr habt 1000 Klees, 100 Klees gewonnen. Hier gibt es also nichts? Ja, ich frag mich. Ich frag mich eigentlich überhaupt. Wir bekommen ja noch keine Erfahrung. Also, das wird bestimmt auch hier freigeschaltet. Aber wie wird denn das mit Erfahrung sein? Boah. Und das wird bestimmt interessant sein. Wir werden dann hochsteigen auf neue Level. So. 120 haben wir also. Neue Level. Okay, was gibt's hier?
Ihr habt einen Trank gefunden. Yeah, cool. Ich glaube, ich werde erstmal hinten die Viecher besiegen. Bei den Torg, oder... Torg weiß ich ja nicht, was das... Ach, du fucking Mist. Das sieht ja richtig mehr derbe gerade ab. Vier, ey, ich zieh nur vier ab. Was soll denn der Müll? Ihr habt 190 gewonnen. Okay, Respekt. Und wir haben 50 gefunden. Und einen Trank. WTF. So. Boah. Ich krieg langsam hier so ein Herzkaps war bei diesen ganzen Viechern. Okay, die macht auch schon Schaden. Ihr habt 120 Klicks gefunden. Na gut, gehe ich weiter. Schade, dass ich nicht rennen kann. Passierung. Zehn zieht er nur ab. Gut, dann werde ich mal kurz nochmal Leben holen. Und da müsstest du jetzt Platz sein. So, ich gehe erstmal hier lang. Einen Schritt. Oh, am Ende. Oder was? So, 11 zieht er ab. Leben. Guck ich erstmal wieder. Wow. Also die Kleine nimmt hier, die zieht schon ordentlich gerade ab. Und Erfahrungspunkte freigeschaltet. Von dem, was ich gesprochen habe. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt auf drei Stufen auf. So. Okay, entweder geht's nach oben oder nach unten. Ich werde erstmal kämpfen, natürlich. BDF. So, Mann, wieso treffe ich das Viech nicht mehr? Wieso trifft die Kleine? Ah, jetzt kann er auch wieder treffen. Und wir kriegen 3 EM. EP wieder. Oder haben wir gewonnen? Das ist mickrig. Das ist mickrig. Oh, er hat Ruhe. Und wir kriegen einen Stern. One Hit. Ihr habt 50 Klees gewonnen und 3 EP gewonnen. Hero hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Tiffna hat Stufe 2 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Okay. Genial. So, gehen wir weiter in den Norden. Wieder gegen so diese Mega-Viecher. Quatsch. Und Heilung erstmal. Gut, zumindest ist das... Sag mal, wie oft attackiert ihr denn? Heilung. Und Enkel weg. Ach Gott. Na, also 190 und 9 bekommen. Und wir haben ein Lebensquell gefunden. Etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Eure Trefferpunkte wurden wiederhergestellt. Spiel speichern? Gerne. Gut, Leute, das war's dann auch für jetzt von Evoland. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Da sagt nur der Hero, ciao, ciao. Tschüss.